Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Goblin Slayer 15. Willkommen zurück zu Gothic. Mehr Erfahrungspunkte bitte. Goblins klatschen ist echt lukrativ. Na. Da kommt noch einer und noch einer. Ich fass es nicht. Und Level up. Sehr gut. Oh, und da sind Truhen. Sehr gut. Speichern. Wird gespeichert. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Goblins gekillt. Das Feuer. Oh, ich glaube, das ist Feuerring oder wie das heißt. Feuer. Ne, ist Feuerball. Feuerwelle heißt es, glaube ich. Was ich meine. Da ist noch eine. Hört ihr den? Das gibt's doch nicht. Oh, 86. Okay. Mal nicht nur 5 oder so. Leere Rune und Almanach. Dieses uralte Zauberbuch. Sehr gut. XP. Der hat mich einfach angegriffen. Habt ihr das gesehen? Und ich habe mich wehrhaft gegen ihn gestellt. In einem epischen Zweikampf. Vergleichbar mit Gandalf gegen den Balrog in Moria. Kämpft mir durch die Ebenen der Höhlensysteme. Gegen den Endboss der Goblins. Das erzählen wir dann gleich noch. Dann können wir vielleicht ein bisschen was abstauben. Oh, wirklich? Oh, das ist ja unfassbar. Hier sind nochmal 3 Millionen Erz. Ich glaube, ich habe ein Erz vergessen aufzuheben. Jawohl. Höhlenpilz. Höhlenpilz. Nachtschatten, Entschuldigung. Essenz der heilenden Kraft, sehr gut. Ich meine, wenn alle 5 Erz dabei haben würden, können wir hier schon gut absahen. So, was ist das hier bitte? Nein. Nee, willst du nicht? Ja, gut. Dann gehen wir mal lieber. Ich wette, der greift mich jetzt an, ne? Weil er den selbst zurückbringen will, der Arsch. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. Weil der, das ist doch schon, das passiert halt ständig bei Gothic eigentlich. Helf mir und dann so, ha, du hast es. Und jetzt gib's mir, schwing. Und dann, immer so. Das sind halt alles Arschlöcher hier. Die meisten, ja. Oder viele. Dann lassen wir wieder zurück. Dann, machen sie da eine große Tova-Bohnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas. Ach ja. Hier gibt es halt auch nicht so viel zu entdecken, weil es ist halt eine sehr plane Welt bei Gothic 1 noch. Bei Gothic 2 sieht das dann wiederum anders aus. Aber da ist zwar auch viel gelaufen.
Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ach so, ich dachte wirklich, der greift mich noch an. Das ist ja unfassbar. Ja, dann. Auf zu Kurlappen und dann gibt's wieder 10.000 XP oder so, hoffentlich. 10 Millionen. Mindestens. Ich überlege, ob wir nochmal gerade zu diesem Zauberheini gehen. Ob der irgendwas Neues im Angebot hat. Wenn du meinst. Ich würde die. Ah, nee, nee, nee. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Solange ich damit nichts zu tun habe. Das ist eben so. Man muss eben aufpassen, was man immer erzählt. Es wird nicht so heiß gegessen wie. So, jetzt endlich mal wieder irgendwas Aufregendes. Manche lernen eben gar nichts dazu. Kurkalom, du Lappen. Hey du. Was willst du? Hey du. Ich muss immer wieder lachen dann. Ich hab das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Mach Platz! Okay, jetzt wird's spannend hier. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stören. Ich überlege, ob ich jetzt einfach beide Level Taschendiebstahl lerne. Wir aber abspeichern und gucken, ob es was es bringt, weil ich hab's nie gemacht. Und dann gucken wir mal. Mitternacht, ne? Und dann gucken wir mal, was das bringt. Wir lernen das dann im alten Lager. Weil ich glaube, Kurkalom können wir dann auch bestehlen. Weil der hat ja auch eine Truhe, die wir nicht aufkriegen. Da ist aber keiner. Oder doch, da sind sie. Okay, komm, ich nehme mal eine Fackel. Und halten sie mal ein paar Leuten ins Gesicht. Die werden schon alle halb blind. 3.000. Wie viel brauchen wir nochmal? 4.000? 5.000? Ich weiß gar nicht. Oh, das waren 3.000. Ich kann es nicht mehr sagen. Wir müssen eigentlich nochmal ins neue Lager, um da plündern. Aber bei wem kann ich hier Schriftrollen kaufen? Ich muss doch wohl Lagerteleportation kaufen können. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer
ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Wer hätte das gedacht? Kapitel 3. Artefakt von uralter Macht. Ja, krass, oder? Da haben die Sektenspinner auf jeden Fall anscheinend recht gehabt. Wer hätte das gedacht, oder? Die Kiffer im Sumpf haben einfach mal recht mit ihren Visionen, oder auf jeden Fall hat da was, ist da was Mächtiges hinter, anstelle von nur Sektenversprechen. Dann gehen wir jetzt mal mit Koanga sprechen. Weil wir haben die Vision ja auch gesehen und wir sind keiner von denen. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Wir wissen aber schon, wo das ist. Hey du. Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? 5 Extrakte des Geistes. 500 Erz. 3 Spruchrollen Schlaf. Oh ja. Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Obwohl der Schlafzauber mittlerweile nicht mehr so wichtig ist. Aber wer verkauft denn Spruchrollen hier bei dem Sumpflager? Das ist dieser Balkadar, oder wie der heißt. Aber mit dem kann ich nicht handeln. Vielleicht kann ich jetzt mit ihm handeln. So, und das ist das Problem, ja? Ich glaube... Wer sitzt denn da jetzt? Das ist doch Iberions Platz. Baltion? Jetzt zur Hölle bist du. Alles klar, Alter? Okay, anscheinend hat er ein Problem. Hey, Mieze, ich schlafe mal bei dir ein bisschen, ja? Miezi. Ah, ich will, dass die Leute wieder auf ihren Plätzen sind. Dann gehen wir nochmal gucken, ob Balka da jetzt mit mir reden will, weil Kapitel switchen ist immer gut. Ich will ja auch sitzen und mit so Fächern bedient werden. Natürlich auf freiwilliger Basis. Da liegt er. Ich hab's gesehen! Er hat nur so getan. Habt ihr gesehen? Er hat sich gerade wieder hingelegt. So, Talas, wo bist du? Dann kannst du ja schon mal vorgehen, du Lappen. Dann bist du schon wieder da, wo du eben schon mal warst, ne? Ja. So, Talas. Und Kane könnte mit mir handeln vielleicht. Koanga schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seinen Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Lauf, du Kleiner. So, ich warte mal, bis er hier in der Kreuzung ist und dann...
So. Ich halte mich da lieber raus. Weil ich denke nicht. Vielleicht hätte ich hätte ihn überzeugen sollen. Ich glaube, dann hätte es funktioniert. Es ergibt halt keinen Sinn. Ist vielleicht ein Krautstampfer? Ist vielleicht ein anderer? Ich guck nochmal nach, okay? Früher wäre das ganz anders. Ich guck nochmal nach, aber ich hätte echt gern Teleportationsschriftrollen hier ins Lager. Aber wir müssen jetzt zu den Orks und dann... Ach, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich jetzt zu den Orks gehen will. Wir haben 30 Lernpunkte. Oh, wo ist er hin? Ist er schon alleine ein bisschen rumgelaufen? Er ist gar nicht stehen geblieben. Unfassbar. Na gut, okay. Dann gehen wir mal hoch. Kann ich bei ihm nicht irgendwie fragen, wo was ist? Lässt hat gar nichts zu kamellen. Naja, der ist auf jeden Fall hier hochgelaufen. Wir testen mal, wie gut wir uns gegen die Orks schlagen, okay? Und dann können wir immer noch gucken, ob wir skillen gehen oder nicht. Das ist da oben die Brücke. Bei den Goblins, aber die erste Brücke quasi. Mal die Fackel abwerfen, so. Ich glaube, die rutscht dann runter, oder? Ja. Ja, ich will auf jeden Fall nicht immer springen. Weil das geht dann auf die Dauer auf den Sack. Ich habe schon ein paar YouTuber gesehen, die spielen das, Alter. Die machen nichts anderes. Die machen nur so. Ja, so, die ganze Zeit. 0 auf 15. Es ist zwar vielleicht was schneller, aber es ist jetzt auch nicht die Rekordgeschwindigkeit. Und es zerstört auch so ein bisschen das Feeling in Gothic, finde ich. So ein bisschen so das RP-Feeling, ja. So, Talas, mal gucken, ob er hier oben ist. Die Immersion. Talas! Da ist er schon. Ich, Gott sei Dank, wusste ich, wo er hin will. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. So, dann gehen wir mal kurz testen. Ich denke aber nicht, dass wir hier groß Erfolg haben werden. Und dann gehen wir zurück zum alten Lager und gucken mal. Wir haben jetzt Kapitel 3. Viele Mobs sind jetzt wieder da. Ich habe auch noch eine Rechnung offen mit dem Banditen, mit diesem Brief. Und wir werden sehen. Alter, das sind... Oh, wie heißt die nochmal? Ach, ich vergesse jedes Mal, dass die existieren. Irgendwas mit Steinbeißer oder so. Komm her, du Lappen. Das ist so eine Art Scavenger-Verschnitt. Reskin. Beißer heißt der einfach nur. Oh nein, der Ork hat mich gesehen. Oh, wir haben ihn besiegt! Okay, das war aber nur ein leichter Ork, ja? Kriegen wir irgendwas von den Beißern? Oh ja. Ups. Sehr gut. So, und das ist noch einer. Vielleicht nehmen wir danach mal kochen. Vielleicht geht's ja dann. Ich weiß auch nicht. Okay, los. Na, komm schon! Alter, ich habe ein Problem mit dem blöden Schlagabfolgen. Das gibt's doch nicht.
Wir müssen uns die bessere Rüstung holen. Mal die Ork-Jäger und so. Ich Speer. Gott sei Dank ist es immer nur ein... Guck mal, das ist ein toter Templer. ...200 XP. So, hier. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu, Gomez. Hier war doch gerade irgendwie ein Lager oder so. Da oben. Rohstahl. Streitkolben. So, sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt zurück zum alten Lager. Wir gucken mal, ob wir die Rüstung bekommen, okay? Das ist glaube ich, wenigstens das wäre wichtig. Rüstung und Stärke. Dann können wir die bessere Waffe nehmen und... Warte mal, das sind 10 Punkte... 20 Punkte. Und die Rüstung. Dann lernen wir halt Einhand. Stufe 2. Aber es kann auch sein, dass wir andere Waffen jetzt zum Kauf verfügbar sind. Wir gehen mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal shoppen. Und die Händler müssen jetzt wieder Kohle haben. Wir können also auch eintauschen. Ich habe ja noch genug zum Eintauschen. So ist ja nicht. Sollen wir hier gucken, was hier so am Waldrand rumlungert noch neu? Was lungert denn hier rum? Zeig dich doch. Oh, da ist der Schattenläufer. Nee, den probieren wir noch nicht. Das machen wir beim Rückweg. Können wir ja mal probieren. Ob wir den schon klein kriegen. In einem Duell. So, jetzt gehen wir erstmal nach links zu den Händlern. Immer wieder dieselbe Leier. Aber ich muss hier leider auch aufhören, liebe Leute. Ja, es wird Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Gothic 1. Ich wollte Gothic 2 sagen, nach des RAM. Bis dahin, haut rein, Leute.